Randy kroch in die Freiheit durch einen 500 Meter langen Schacht, der so ekelerregend nach Scheiße gestunken haben muss, dass ich's mir nicht mal vorstellen kann. Vielleicht will ich's mir auch gar nicht vorstellen. 500 Meter. Das ist die Länge von 8 Millennium Falcons. Etwas mehr als ein halber Kilometer. Wenn ich mir Randy vorstelle, wie er den U-Bahn-Schienen gen Westen folgte, muss ich immer noch schmunzeln. Randy Hicks, der durch den Scheißkanal gekrochen war, um am anderen Ende stinkend wieder herauszukommen. Randall Hicks war auf dem Weg nach Hause. Verdammt, ich musste das meiste meines Inventars bei der Flucht zurücklassen. Aber wenigstens bin ich jetzt frei. Okay. Dann reden wir mit Sally. Guten Abend. Auch nicht. Hey. Also, ich hoffe, wir sind nicht verheiratet oder so. War das eine Antwort? Weißt du was? Ist auch egal. Ich will nur ins Bett und 1000 Stunden schlafen. Diejenigen unter uns, die ihn besonders gut kannten, haben oft über ihn gesprochen. Vor allem über die Nummer, die er abgezogen hat. Wir lachen gerne darüber. Manchmal macht es uns allerdings traurig, dass Randy weg ist. Ich sag mir dann immer, einige Vögel sind nicht dafür geschaffen, eingesperrt zu werden. Sie haben ein zu glänzendes Gefieder. Und wenn sie davonfliegen, dann jubelt der Teil in mir, der weiß, dass es eine Sünde war, sie einzusperren. Und dennoch ist es da, wo man lebt, trauriger und leerer, wenn sie weg sind. Um ehrlich zu sein, mein Freund fehlt mir einfach. Magischer Ring, fuck you! Ich hab die Schnauze voll, ich gebe auf, okay? Ich lass das jemand anders machen, ich hab schon genug gelitten. Ich werde einfach lernen, mit dem Scheißfluch zu leben. Weil eins ist sicher, viel schlimmer kann's nicht werden. Das stimmt. Tag 2190, Montag, das letzte Barbecue. Wann? Mein Gott, es hat funktioniert! Ich bin immer noch frei! Mann, das ist der glücklichste Tag meines Lebens! Was ist da los? Oh, was zum... Komm schon, echt jetzt? Fucking Armageddon? Das darf doch alles nicht wahr sein! Super. Einfach super. Wie anders sollte man auch diese ganze Scheiß-Odyssee beenden, als mit einem verdammten Scheiß-Weltuntergang? Schwefelregen, überall Lava und verfaulende Körper, soweit das Auge reicht, ganz nach meinem Geschmack. Jo, das ist doch schön. Kletter mal raus. Geh ich jetzt nicht raus. Okay, dann gehen wir wieder hier hin. Alter, was geht ab? Nee. Schätze, Marconi schlägt zurück. Ja, lass mal stecken, okay. Ich bin tot. Ich würde dir einen guten Tag wünschen, aber sicher hast du schon festgestellt, dass an diesem Tag nichts Gutes ist. Aber, wow. Ja, was aber? Ist dir eigentlich klar, wie viel Arbeit heute auf mich wartet? Und alles wegen dir? Die Hölle läuft über und der Papierkram stapelt sich bei mir bis zur Decke. Vielen Dank, Kumpel. Aber ich? Was willst du mir damit sagen? Du bist hier wegen meinem Traum, oder? Wovon um alles in der Welt redest du? Naja, ich hab da immer diesen Albtraum, wo du kommst, um mein Waschbecken zu reparieren und dann willst du meine Seele als Bezahlung. Und wie sollte ich irgendwas über deine nächtlichen Träume wissen? Glaubst du, ich bin so eine Art perverser Spanner, der auf die Träume anderer Leute abfährt? Ja? Ich bin doch nicht der Weihnachtsmann. Na gut, okay. Aber was geht hier gerade ab? Was glaubst denn du? Das ist der scheiß Weltuntergang. Zufrieden? Warum sollte ich zufrieden sein? Du versuchst mir also klarzumachen, dass derjenige, der für das jüngste Gericht verantwortlich ist, nicht mal weiß, was er angerichtet hat. Ich soll dafür verantwortlich sein? Ich hab doch nur geschlafen! So einfach ist die Sache nicht. Du hast das Raum-Zeit-Kontinuum einmal zu oft verändert und die Realität bricht auseinander.
Wir sind hier, um das System zu rebooten. Weißt du, einfach von vorne anfangen. Was heißt denn wir? Du weißt schon, wir im Sinne von ich und meine Brüder und dieser Charakter. Hey Mann, der Tod hat mich mitgenommen. Matt, du lebst. Ja, hast du ein bisschen Knuspermüsli, Kumpel? Schön, dich zu sehen, Mann, das ist schon so lange her. Klar, Mann. Also, was ging letzte Nacht? Hast du die Braut rumgekriegt? Was für eine Braut? Du weißt schon, die von der Show. Ich fühle mich, als wäre Sonntag Ewigkeiten her. Du bist so ein Schlappschwanz, Randall. Ein paar Bier und du weißt nicht mehr, was du letzten Abend angestellt hast. Ja, weißt du, ist nicht leicht, mit dir mitzuhalten. Ach, entspann dich. Das Mädel war sowieso nicht deine Kragenweite, Alter. Die war sowieso mehr an ihrem Esel interessiert. Also, wie sieht's aus? Müsli? Klar, aber bist du sicher, dass es dir gut geht? Warum auch nicht? Obwohl, jetzt, wo du es sagst, du warst derjenige, der ein bisschen komisch aussah. Man hätte glauben können, du wärst gerade aus dem Knast ausgebrochen mit dem orangefarbenen Pyjama. Meine Herren, verschieben wir doch die Pyjama-Party auf später, ja? Entschuldigung, Mr. Tod. So, meine lieben Jungs, ich habe mit euch zwei schon genug Zeit verschwendet. Das Kolosseum wird nicht von alleine in sich zusammenfallen, müsst ihr wissen. Naja, vielleicht doch. Ich habe jedenfalls eine Menge zu tun. Seelen ernten, Städte zerstören, Körper versengen, das volle apokalyptische Programm eben. Prinzipiell alles und jeden exterminieren, außer euch zwei beiden. Okay, aber was haben wir denn mit dem Ganzen zu tun? Er ist fast ebenso schuld wie du. Ihr wartet hier, bis ich mit der Apokalypse durch bin. Dann wird euch die Steuerbehörde für all eure Vergehen bestrafen. Die Steuerbehörde? Kann ich fernsehen? Wie oft soll ich noch sagen, dass du nicht immer irgendwelchen Unsinn auf dem Shoppingkanal bestellen sollst? Warte mal noch einen Moment. Ich hab da noch ein paar Fragen. Dann mach mal hin. Meine Brüder warten auf mich. Matt und ich werden die letzten Menschen auf Erde sein. Mal sehen, ich weiß nicht, was die Steuerbehörde damit zu tun hat, aber das ist mir ehrlich gesagt völlig egal. Matt und ich werden die letzten Menschen auf Erden sein? Exakt. Oh, so wie in der einen Folge von Twilight Zone, die mit dem Mann, der so gerne Bücher liest. Oh, der Typ, dem am Schluss die Brille kaputt geht. Eben die! Mann, was für eine Scheiße, was? Ach, eine ziemliche Scheiße. Es sei denn, er konnte Blindenschrift. Ich bin ja nicht gerne Spielverderber, aber ich persönlich würde lieber auf schmerzhafteste Weise sterben, als auch nur 2 Minuten mit den Pennern von der Steuerbehörde zu verbringen. Ha! Wir haben den ADAC überlebt. Wir sind härter drauf, als du glaubst. Tja, genau genommen haben wir den ADAC sogar abgefackelt. Aber wir haben es überlebt, stimmt's? Mal sehen. Ich weiß nicht, was die Steuerbehörde damit zu tun hat, aber ehrlich gesagt ist mir das auch völlig egal. Aber du musst das verstehen, ich hab ja gar nichts gemacht. Ich bin bloß das Opfer eines fürchterlichen Fluchs, der mich zwingt, denselben Tag immer und immer wieder zu durchleiden. Also, glaub mir, wenn ich an der Situation irgendwas ändern könnte, hätte ich's schon längst getan. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Du wirst hier warten, bis ich auch die letzte Spur von Leben auf der Erde vernichtet habe. Okay, okay, warte mal, Mann, warte. Willst du damit sagen, dass der Typ allen Ernstes und wirklich der Sensenmann ist? Wenn du nicht die ganze Zeit deine Fresse im Müsli hättest, wäre dir das sicher auch schon aufgefallen. Weiß nicht, sieht für mich aus wie ein Irrer in einem Kostüm. Und du meinst nicht, dass all die Leichen und das ganze Feuer irgendwie merkwürdig sind? Jetzt, wo du es sagst, kommt das Puzzle allmählich zusammen. Aber du kennst mich ja, heute ist Montag und normalerweise brauche ich bis Donnerstag, um mich vom Wochenende zu erholen. Entschuldigt bitte, aber seid ihr bald fertig? Moment mal. Irgendwas stimmt hier nicht. Seit wann zieht sich Matt den Shoppingkanal rein? Hab ich schon immer. Wenn man die Realität verändert, hat das Konsequenzen. Ich habe nur eine Notlösung installiert. Du und der Typ mit der Brille habt das Raum-Zeit-Kontinuum einfach zu oft verändert. Was genau verändert denn das Raum-Zeit-Kontinuum? Und was hat das alles mit dem Shoppingkanal zu tun? Alles. Jeden Tag wird die Geschichte neu geschrieben und alles muss im Einklang sein. Du hast erst versucht, alles wieder hinzubiegen, aber du hast dich zu sehr darauf konzentriert, eine wichtige Figur zu werden. Du bist das eigentliche Problem jahrelang nicht angegangen. Das stimmt doch gar nicht. Ich saß im Knast.
Was zur Hölle sollte ich denn machen? Ein Wunder, dass ich überhaupt fliehen konnte. Geht's hier um eine neue Fernsehsendung oder was? Jeden einzelnen Tag, den du drin verbracht hast, hatte ich eine Verabredung mit deinem bebrillten Freund hier. Aber alles wäre nicht passiert. Wäre da nicht ein kleines Detail? Dein Freund hier ist völlig versessen auf eine bestimmte Produktlinie. Es geht um den Shopping-Kanal, stimmt's? Du meinst die Wondermatic 9000-Serie, oder? Oh, da stehe ich voll drauf. Eben die. Wondermatic Industries wurde größer und größer. Alles nur, um die Nachfrage zu befriedigen und um Matthew Griffin dabei behilflich zu sein, sie hier umzubringen. Hat er gerade gesagt, Matthew Griffin dabei behilflich zu sein, sich umzubringen? Aber das eigentliche Problem kam erst ein paar Monate später. Wenn man jeden Tag ein neues Produkt auf den Markt bringt, hat man bald keine Ideen mehr. Also war am Ende der Shopping-Kanal voll von nutzlosen Produkten, die außer Matt nie jemand kaufen würde. Okay, ich glaube, jetzt verstehe ich die Sache mit dem Shopping-Kanal. Aber Matt sieht eigentlich ganz normal aus. Er ist etwas weggedreht im Vergleich zum letzten Mal, als ich ihn gesehen habe, aber sonst sieht er sogar ganz gut aus. Ach, dein Freund ist kein Problem mehr. Es ist erledigt. Obwohl er sich an das eine oder andere vielleicht nicht mehr erinnern wird. Tja, das ist ja dann nichts Neues. Warum redet ihr über mich, als wäre ich gar nicht da? Ich komme euch in ein paar Stunden abholen. Denkt nicht mal daran, diese Wohnung zu verlassen. Warte, aber... Kein Aber. Genug gequatscht. Ich bin wegen dir sowieso schon spät dran, weißt du? Bald werdet ihr beiden die letzten Lebewesen auf diesem Planeten sein. Benehmt euch also. Was für eine merkwürdige Situation, was? Merkwürdige Situation? Na dann schau mal aus dem Fenster, da läuft gerade die verdammte Scheißapokalypse! Ja, sieht so aus. Frag mich, was da wohl passiert ist. Du meinst, das weißt du nicht? Alter, Tod höchstpersönlich hat dich eben hergebracht. Hast du uns überhaupt nicht zugehört? Puh, nicht so richtig. Er hat was vom Shopping-Kanal gesagt, also dachte ich, der will dir irgendwas verkaufen. Ah, verdammt, Matt, wir haben's verschissen. Wir haben's aber mal so richtig verschissen, Alter. Aber wie kann das denn überhaupt unsere Schuld sein? Wie zum Geier haben wir es geschafft, das Ende der Welt heraufzubeschwören? Waren wir echt so besoffen? Ja, klar waren wir besoffen. Aber glaub mir, das ist der schlimmste Kater aller Zeiten. Ich weiß, wie es dir geht, Mann, aber ich habe ein Heilmittel für all deine Wehwehchen. Wir brauchen nur etwas Milch, Müsli und den Shoppingkanal. Du kannst dir nicht vorstellen, was für einen Müll man da kaufen kann. Ist wirklich irre. Es gibt nichts Besseres okay. an einem Feiertag. Heute ist kein Feiertag, heute ist Montag. Ich weiß, aber scheiß drauf. Wenn Washingtons Geburtstag ein Feiertag sein kann, dann ja wohl auch die Apokalypse, oder? Ja, wenn man es so sieht. Siehste? Dann mal los. Okay, machen wir es uns gemütlich. Okay, wir haben hier wieder die Zeitung. Endlich können wir uns bewegen. Okay. Herzlich willkommen zum Ende der Welt. Der Letzte macht das Licht aus. Okay, ich hoffe, es ist der letzte Tag. So, wir schnappen uns den Becher, der ist neu. Okay. Wir gehen hier alles nochmal durch. Es hilft sicher nicht, sich grün anzuziehen und sich... Okay, das hatten wir alle schon. Der Kühlschrank ist zugeklebt. Kann ich nicht machen. Okay. Kann ich nicht. Okay. So, wir gehen nochmal ins Badezimmer. Da ist alles wie immer. Mortimer ist nicht da. Dann gehen wir in Mortimers Zimmer. Da ist alles wie immer. Da ist ein Flügel. War der schon vorher? Okay. Mein Mitbewohner ist ein totaler Psycho. Spinn ich oder ist das einer von diesen Opferdolchen? Okay, nimm mal mit. Oh. Verdammt, wenn ich den Dolch loslasse, bewegt sich der Kamin wieder in die Ausgangsposition. Mann. Okay. Konzentration. Wir haben... Oh. Ein Schlüssel, Becher. Wir nehmen Kaugummi. Das ist keine gute Idee. Was? Mit dem Kaugummi den Flügel festkleben? Das ist keine gute Idee. Okay. Schade. Was haben wir denn noch? Das ist Metz Kaffeetasse. Dann nehmen wir die Tasse. Nee. Das habe ich mir schon gedacht. Okay. Eins der Päckchen Nikotinkaugummis, die Karl jeden Tag in meine Zelle bringt. Das ist keine gute Idee.
den Schlüssel. Das macht definitiv keinen Sinn. Ich weiß. Okay, ich muss da hinten irgendwie ran. Oh, Mann. Okay, was haben wir denn? Wir haben die Statue. Hier ist der Holzscheit. Kann ich irgendwas... Die Statue kann ich nicht tragen. Nee. Mr. Schäfer? Die Position hat sich irgendwie verändert. Das Ding ruft nur schlechte Erinnerungen wach. Das ist doch blöd. Wir machen es nochmal. Und da... Oh, da ist ein Drehfuß. Verdammt, wenn ich den Dolch loslasse, bewegt sich der Kamin wieder in die Ausgangsposition. Okay. Wir haben da einen Drehfuß. Können wir den... Ah, ich habe keine Ahnung. Das sind jetzt Verzweiflungsversuche, weil der Dialog war eben zu lang. Funktioniert das? Nein. Verdammt, wenn ich den Dolch los... Ja, ja. Dann nehmen wir nochmal den Becher. Oder vielleicht doch den Schlüssel? Den brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Drehfuß. Verdammt, wenn ich den Dolch loslasse, bewegt sich der Kamin wieder in die Ausgangsposition. Dann nehmen wir den Becher. Achso. Verdammt, wenn ich den Dolch loslasse, bewegt sich der Kamin wieder in die Ausgangsposition. Entschuldigung. Geht das? Okay, funktioniert's jetzt. Okay, wir nehmen jetzt den Dolch. Oh Mann, endlich. Oh Mann. Ich habe wohl den Dolch angeklickt. Gibt's hier sonst noch irgendwas, was ich machen kann? Kann ich nicht mit. Okay. Irgendwas hier noch? Die kann ich nicht. Irgendwas auf dem Sofa? Okay, was machen wir jetzt? Oh Gott, ist das eklig. Okay, zum Bahnhof. Kann ich noch zum Bahnhof? Nein, Seitenstraße. Ach du Scheiße. Hallo, welch wunderschöner Tag. Du siehst gar nicht gut aus, mein Freund. Ich dachte, ich wäre verflucht. Du verdammter... Ich verdammter was? Glaub bloß nicht. Was ist los? Sind dir die Fernsehweisheiten ausgegangen? Wenn ein Mann nach Antworten sucht und er sich dabei... wirklich Mühe. Oh, der war neu. Das Ende fand ich besonders gut. Ein Leben wie dieses ist eine Qual. Oh, ich bin sicher, du hast es verdient. Weißt du, Karma und so. Mhm. Oh, mein Freund. Geht's dir heute nicht gut? Das hat man davon, wenn man sich verscheißert. Wenn man sich verscheißert? Ja. Hast du heute noch was vor? Okay, ich bin weg, okay. Oh, mein Freund. Geht's dir heute nicht gut? Nicht so gut. Ich habe mich nie schlechter gefühlt. Ja, glaube ich dir. Das ist schlimmer als... die Hölle. Ich würde alles nehmen, damit es mir besser geht. Ich glaube, du fühlst dich nicht besonders gut, oder? Du bist ja ein Blitzgescheiter. Weißt du, wenn ich du wäre, wäre ich nicht so frech. Du bist nicht in der Position, sich über jemand anders lustig zu machen. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, ich verrecke. Ja? Du siehst jetzt schon so ein bisschen verreckt aus. Ich bin nicht tot. Ich muss mich nur
etwas aufrichten. Und ich muss mir neue Schuhe kaufen. Die Welt ist einfach nicht perfekt, mein Freund. Besonders heute. Wenn du mir hilfst. Besorg ich dir den Ring zurück. Ja, klar. Glaubst du, ich bin so blöd? Du hattest die Chance, alles wieder gut zu machen, aber stattdessen hast du mir den Ring geklaut und mich unter Strom gesetzt. Also fick dich. Jeder hat das Recht auf falsche Entscheidungen. Aber was passiert, wenn... Mann, ehrlich, lass mich mit deiner billigen Fernsehphilosophie in Ruhe. Das hilft dir jetzt auch nicht weiter. Das hat man davon, wenn man mich verscheißert. Ich hab dich nicht verscheißert. Der Ring ist einfach zu mir gekommen. Ja klar, wenn du einen astreinen Diebstahl mit deinen eigenen dreckigen Händen so nennen willst, du Business-Penner. Du verstehst nicht. Er gehört mir. Ja, und jetzt hast du ihn wieder verloren, fürchte ich. Weil du ihn mir weggenommen hast. Und ihn verloren hast. Wie auch immer. Ich habe jedenfalls daraus gelernt, dass man dir nicht vertrauen kann. Das und wenn man einem Penner eine elektrische Ladung verpasst, riecht er nach gegrillten Sardinen. Okay, bin schon weg. Außerdem ist dein Körpergeruch seit dem letzten Mal noch schlimmer geworden. Was hast du denn erwartet? Kann ich denn sein Auge mitnehmen? Nein. Okay, der Hund ist weg.